Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Review. Diesmal geht es um die Minimi Gold, die ihr, ja, woher man sie bekommt, die ihr natürlich durch Zombie Mode bekommt. Das Negative an dieser Waffe ist, es gibt nur ein Negatives, und zwar, dass sie nicht permanent ist. Diese gibt es nur für 7 Tage, das ist so schade. Aber das Gute ist daran, dass sie wirklich overpowered ist, sozusagen. Also für mich scheint es jedoch danach, denn sie macht echt verdammt gut Damage, also ihr teilt damit echt gut aus auf dem Feld. Auf jeden Fall, ich wurde dadurch echt, ich habe dadurch richtig viele Zombies getötet, eben halt, ne, Mutanten. Ich habe gar keinen Zombie-Mode damit gezockt und ich habe gerade mal damit 20 Minuten gespielt und die KD war echt schon okay, sagen wir es so, weil entweder gab es Hacker drin oder sowas, aber egal, kommen wir zum Review. Die Minimi Gold gibt's im Crystal Crate. Dazu braucht ihr 70.000 Punkte, wenn ich mich nicht irre, denn ich habe lange kein Zombie-Mode mehr gespielt. Diese sind schwer zu erreichen, ihr müsst andauernd welche killen und so, und das ist echt schwer. Und ja, also diese gibt's als Zweitgewinn. Mich wundert, dass die Minimi Gold nicht als Erstgewinn ist, denn die FNF2, die ist wirklich nicht gut, also als Erstgewinn ist es ein bisschen scheiße. Egal, sind ja alles nur temporäre Waffen, also für Zeit. Was ganz gut an dieser Waffe ist, dass sie genügend Munition hat. Sie hat 150 zu 150, das reicht lässig aus, wenn ihr noch ein extra Magazin habt, MG-Mac, dann habt ihr 150 zu 300, hallo, damit könnt ihr durchgängig sprayen in den 3 Minuten, die man spielt, im Siege and Destroy oder sowas, keine Ahnung. Was zur Hölle? Es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, damit zu spielen, also mir auf jeden Fall, denn ich heiz einfach nur durch, spray die alle nieder, diese Waffe geht so klar, ihr macht Killstreaks wie sonst dieses, was, und ja, auf jeden Fall, es macht hammer Spaß, reloaden muss man eigentlich gar nicht, aber die Reload-Time beträgt 4 Sekunden, es macht so hammer Spaß, ich kann einfach nicht, ich muss immer lächeln. Gestern, als ich es aufgenommen habe, das Gameplay, da musste ich die ganze Zeit lachen und so, was für Lappen das sind, aber dann ist mir heute eingefallen, also ich habe die Damage getestet, ist mir eingefallen, dass die echt overpowered ist. Auf den Kopf macht sie dann 100 Damage von jeglichen Distanzen. Von der Close Range macht sie auf den Oberkörper 39 bis 40 Damage. Nein, 39 bis 41. Und auf die Beine macht sie ungefähr an die 22 bis 24 Damage. Zudem ist sie wirklich nicht leicht, würde ich jetzt sagen. Sie wiegt ein bisschen mehr als die AWM, wenn ich genau gleich. Denn man ist recht langsam mit der unterwegs, aber man kann ja zur Desert oder zur Primärwaffe wechseln oder zum Knife oder zur Nade. Ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen, denn ich würde sie gerne haben, denn die ist echt geil, diese MG. Das ist meine Lieblings-MG, egal ob die MG3 vielleicht ein bisschen besser ist oder so. Aber wirklich, ich wünschte, ich hätte die Minimi Xmas, denn das ist die geilste Minimi, die es gibt. Wie geil ist die denn? Auch wenn Gold jetzt wirklich geil aussieht, ich muss sagen, oh, die sieht so geil schnick aus, ich würde sie gerne haben, aber sie ist temporär, ich will eine permanente. Und das ist leider ein bisschen bitter, aber was soll man machen? Ich würde sie gerne haben. Auf jeden Fall kann ich sie euch empfehlen, wenn ihr sie noch nicht habt. Oder wenn ihr sie habt, dann zockt damit. Es macht so einen krassen Spaß damit in Team Deathmatch. Ich versuche mich die ganze Zeit mit One-Tap und erst recht in Hero Mode X oder Hero Mode damit, macht ihr sie alle platt, denn die Monster können nichts gegen euch haben, denn ihr habt 150 zu 300 Munition in diesen Modes. Da hat man ja immer noch ein extra Magazin oder wie das auch immer war. Es ist so hammer geil mit dieser geilen Waffe zu spielen, besonders dass die Gold ist. Ich reg mich so auf, dass ich nicht Minimi Xmas gedreht habe, also dass ich die nicht gewonnen habe. Und das ist echt scheiße von mir gewesen. Aber naja, ich habe zweimal M14 und das war's. Ach, und zudem noch Chris Xmas letztens gewonnen mit 5 € Handyguthaben. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an Third Away, der mir seinen Account geliehen hat, fürs Review und bis zum nächsten Video.